Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge Magic heute hier auf dem NoGeist-Kanal. Ich habe ein sehr, sehr altes Spiel ausgegraben, das uns das Magic-Kartenspiel auf einer ganz anderen Ebene erleben lässt. Ich glaube, das Spiel ist von 2003, deswegen auch die geniale Grafik. Es werden hier hauptsächlich Karten drin vorkommen, die auch entsprechend alt sind. Hauptsächlich Karten aus den Hauptsets, recht simple Kreaturen. Aber was ist Magic the Gathering Battlegrounds eigentlich? Magic the Gathering Battlegrounds ist ein, wie soll man es nennen, ein Arena-Brawler. Die Mitspieler befinden sich auf einer Arena, die in zwei Hälften geteilt ist. Stellt eine Figur dar, die eine begrenzte Anzahl an Zaubern zur Verfügung hat, sammelt Mana ein, beschwört Kreaturen, diese laufen zum Gegner hin. Es ist deutlich mehr actionreich und hat wenig mit einem Kartenspiel zu tun. Ihr werdet das gleich genauer sehen. Es ist ein sehr interessanter Take und ich habe mich entschieden, mit euch die Kampagne zu spielen. Die beginnt recht simpel, also es ist echt lange her, dass ich das gezockt habe. Ich habe eben ein paar Runden im Arcade-Modus gezockt, um die Controls und so etwas reinzubekommen. Ich meine, dass der Anfang der Kampagne echt simpel war, weil man echt wie in einem Tutorial rangeführt wird. Und mit der Zeit kriegt man immer mehr Spells, meistert die verschiedenen Farben und kriegt immer mehr Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. So, bevor ich jetzt hier weiter laber, würde ich sagen, starten wir einfach. Press Enter. Ich lasse das Intro einfach mal runterlaufen. All that remains are the memories. They take me back. Back to the land where I was raised. And I remember the day I left that place. Forever. I remember the feeling, the knowledge even, that I was destined for greatness. But most of all, I remember Thea, my mentor and confidant. I had never seen her so troubled. Your training is at an end. It is time you met your destiny. For reasons long forgotten, three mighty duelists fought an epic battle. Of hatred, betrayal, and destruction. Their battle touched off a maelstrom and engulfed us all. The world crumbled, and the vermin inherited the earth. When I regained my senses, Thea was gone. Yet I understood my purpose. This talisman would be the key. And it was from this blighted place that I began my quest. Okay. Was wir gerade in dieser schönen 2003er-Grafik gesehen haben, ist die Backstory zu diesem Spiel. Unsere Aufgabe ist es, dieses mächtige Artefakt wieder zusammenzusetzen und dafür alle fünf Farben von Mana zu meistern. Ich kriege jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge Infoscreens. Wer das lesen will, kann das lesen. Ich werde das jetzt einmal überspringen. Und wir starten direkt mit der ersten Mission. So, das erste ist super simpel. Unser Ziel ist es, hier Mana-Kristalle zu sammeln. Ich werde das nutzen, um das Spiel ein bisschen zu erklären. So, wie ihr seht, befinden wir uns hier in einer Arena, die aus zwei Teilen besteht. Und das hier sind Mana-Kristalle.
Wenn wir uns auf der gegnerischen Hälfte befinden, kriegen wir Schaden. Alle x Sekunden. Steht hier wie lange? Nee. Also ist es in der Regel sinnvoll, sich auf unserer Hälfte aufzuhalten. Wenn wir einen Mana-Kristall sammeln, kriegen wir oben... Ja, ich erkläre es ja. Bla 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 bla. Erhalten wir dort oben einen Mana-Blip. Jetzt einen zweiten. Ja, wir sammeln Mana. Genau. Ups, nicht back. Ja, Mana. So, mit dem Mana... Ach, kann ich hier noch gar nicht zeigen. Könnte man jetzt Kreaturen beschwören oder Zauber wirken. Das zeige ich euch jetzt gleich in dem nächsten Tutorial-Ding. Okay, die nächsten paar werden ziemlich langweilig. Vielleicht überspringe ich die. So, indem wir Leertaste drücken, können wir auch Angriffe machen. Diese machen immer einen Schaden. Wenn wir das richtig timen, können uns 1-1 im Grunde gar nichts. So, hier ist jetzt die erste Kreatur beschworen worden. Die erscheint bei unserem Gegner. Und dort, wo sie später respawnt, ist ein Mana-Symbol erschienen. Wenn wir eine Kreatur töten, lässt sie einen Bruchteil der für sie verwendete Energie fallen, hier in diesen Mana-Shards. Das lädt unser Mana wieder auf. Ich lasse mich jetzt einmal schlagen. Dann sieht man das Respawn-System. Der Defiant Elf hat gekämpft und ist jetzt wieder einsatzbereit und taucht bei unserem Gegner wieder auf. So, unser Auftrag ist es hier, 5 Stück davon zu erledigen. Dann haben wir dieses Tutorial auch durch. Das kenne ich alles noch. Zwar lange her, dass ich das gespielt habe, aber das sind die Basics. So, weiter geht's mit dem Schild. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, ein Schild zu machen. Das ist so auf Steuerung. Das verbraucht Mana. Je länger wir es aufrechterhalten, ihr könnt einmal oben gucken. Da geht das Mana runter. Und unser Auftrag hier ist es jetzt einfach, den Schaden zu halbieren, den wir bekommen. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ob das auf- oder abrundet. Wir können das später mal gegen 1-1er testen. Achso, um das zu erklären. Grün bei der Kreatur ist der Angriff. Und orange ist die Verteidigung. Wie ihr gesehen habt, regenerieren sich die Lebenspunkte nicht. Ich habe ihn jetzt einmal geschlagen. Ihm meinen Lebenspunkt abgezogen, jetzt zweimal geschlagen. Und so kann man eben auch Kreaturen töten. So, dann machen wir den Tutorial-Quest weiter. Yay, ja, wir haben es geschafft, ein Schild zu verwenden. Wir sind so gut. Und wir sind mit unserer ersten Kreatur belohnt worden. Goblin Hero, eine 2-2 Kreatur. Und hier können wir sehen, dass sie uns zwei rote Mana kostet, um sie zu aktivieren. So, unser Auftrag hier, Goblin Hero verwenden. Wir sammeln unser Mana ein, haben jetzt ein Mana. Zwei Mana. Ja, Mana Crystals hatten wir schon. So, zack, zack. Unsere erste Kreatur, 2-2, wie unten zu erkennen ist. Die wird jetzt immer hin und her laufen und unseren Gegner erschlagen. Ja, genau, unsere Kreatur respawnen, wie wir das eben schon gesehen haben. Was man tatsächlich auch probieren kann, ist, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen, gegnerische Mana-Kristalle zu klauen. Ja, hier wird einmal das Toughness-System erklärt, weil unser Gegner hier einen Schadensspell spielen kann. Wir können einfach Goblin Heroes spammen. Wir haben unsere erste Hexerei bekommen. Ich glaube, hier wird nicht unterschieden zwischen Hexereien und Spontanzaubern. Die einen Schaden zu der nächstgelegenen Kreatur oder Spieler macht. So, hier werden wir jetzt einmal in unser Spellbook eingeführt.
Wir werden mit der Zeit immer mehr Zauber bekommen und haben hier die Möglichkeit, die auf bestimmte Punkte zu setzen. Hier hat man in der Regel die Kreaturen, hier unten Enchantments und hier oben Zauber. Man sieht 1 bis 9, man kann hier auch umblättern. Das macht es allerdings in der Hektik etwas schwieriger, sie zu casten. Also Sachen, die man häufig casten möchte, sollte man am besten auf den ersten paar Slots haben. So, wir haben hier nicht viel Auswahl, wir bleiben einfach dabei. Das wird später interessanter, wenn wir richtig spielen und nicht in diesem Tutorial festhängen. So, der erste Mana-Kristall erscheint immer oben. Genau. Das geht übrigens auch. Wir können unseren Gegner einfach erschlagen. Jetzt muss ich sagen, habe ich nicht aufgepasst, was unser Auftrag hier ist. Ich besiege unseren Gegner einfach. Ach so, ja. Ich zeige jetzt gleich einmal den Kampf, wie das abläuft, also von Kreatur zu Kreatur. Wie ihr seht, die ziehen sich jetzt im Grunde einfach, die machen sich jetzt im Grunde einfach nur Schaden und danach wird respawned. Kreaturen mit Trampel, würden nach dem Kampf, wenn sie leben, weitergehen und noch nicht respawnen. So. Wir töten unseren Gegner. Das ist übrigens eine mega geile Animation von den Goblin Heroes hier. Haste. Also, das ist eine 4-Mana-Enchantment, die allen unseren Kreaturen Eile gibt. Eile bedeutet, wenn ich das hier richtig im Kopf habe, dass sie halt einfach schneller laufen. Dadurch, dass es hier keine Einsatzverzögerung gibt. So, hier ist unser Auftrag, unseren Gegner jetzt so schnell wie möglich zu besiegen. Natürlich mit unserem neuen Spell. Unsere Enchantment. Man kann immer nur zwei Enchantments auf dem Feld haben. Die erscheinen dann dort, wo oben die Mana-Symbole sind. Also dort. Oh. Ja, erstmal das Szenario checken. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Ah! Man kann übrigens immer nur 5 Kreaturen gleichzeitig haben. Genau, da wird es uns auch nochmal gesagt. So, wir kriegen eine weitere Kreatur. Eins einsam mit Eile, also einfach Raging Goblin halt. Oh, der hat einen geilen Flavortext. So, unsere neue Kreatur wird angezeigt. Und wir starten die nächste Runde. Ah, okay. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich so ein bisschen auf uns gestellt sind. Wir haben alle Möglichkeiten, wir müssen kein bestimmtes Ziel erfüllen. Wir kämpfen einfach eine Runde. Ja gut, wir müssen einmal den wütenden Goblin verwenden. Das machen wir mal direkt am Anfang. Ups. Da habe ich probiert, eigentlich den Hero zu treffen. Strategie ist hier relativ simpel. Wir greifen unseren Gegner hauptsächlich mit den Goblins an. Wir probieren hier die Mana-Scherben zu kriegen, weil das Mana-Nachladen für uns relativ relevant ist. Na, die zwei Schaden, die wir hier nehmen, sind egal. Ist für uns sogar besser, wenn die zu uns laufen. So, Elvish Warrior. Den schlagen wir einmal und lassen unseren durchkommen. 1-1er erschlagen wir. Die traden. Wenn die bei uns traden, haben wir die Möglichkeit, das Mana besser zu regenerieren. Und jetzt ins Gesicht.
Ja, fast. Raging Goblin. Defiant Elf. Nein! Raging Goblin. Elvish Warrior. Did you really think you could win? Did you really think you could win? Was ist unsere neue Karte? Reckless Charge. Plus 3, plus 0, bis die Kreatur respawnt. Okay, eine weitere Zauber... Hexerei. Zauberei. Mhm. Ein weiterer Zauber. Okay. Hier ist unser Auftrag, unseren Gegner in möglichst schneller Zeit zu besiegen. Möglichst kurzer Zeit. Schnelle Zeit gibt es nicht. Okay, wir starten wieder mit vollem Mana. Unser Ziel ist es, unseren Gegner wieder so schnell wie möglich zu besiegen. Also würde ich sagen, starte ich mit der Haste Enchantment, spamme ein paar Goblins und dann fange dann an, Reckless Charge zu machen. So, genau, jetzt machen wir einfach ein paar Mal Reckless Charge. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Das ist ein bisschen komisch, wenn man sich hier einmal verklickt und in dem Creature-Menü ist, dann kommt man da auch nicht raus, ohne was gecastet zu haben. So, diese Quests sind alle noch easy, sollen uns ans Spiel ranführen, zeigen uns hier neuen Karten. Jetzt haben wir nämlich eine Kreatur mit Evasion, also Fliegen. 1-2 Goblin Sky Raider. Look to the skies. Ja, wir sollen alles nutzen, was wir haben. Wenn wir I drücken, kriegen wir wohl Mana zurück. Das ist für mich tatsächlich neu. Das habe ich früher nicht gemacht. Jedes Mal... Okay. Also jedes Mal, wenn wir I drücken, kriegen wir ein bisschen Mana zurück. Also werdet ihr mich wahrscheinlich gleich Button-Mashen hören. Einfach mal ausprobieren. Goblin Sky Raider müssen wir mindestens einmal casten. So, die gegnerische 1-1. Nehmen wir mal ganz entspannt so raus. Das ist eigentlich Schnurz. So. Eine fliegende Kreatur gecastet. Achso, Button-Mashing. Ich sehe das gar nicht so. Obwohl. So. So, Reckless Charge auf einen von denen wäre wahrscheinlich ganz gut. Der hat nur noch einen Toughness, den erschlagen wir. Den auch. Den auch. So, jetzt haben wir gerade Reckless Charge auf nix gecastet. Sehr geschickt. Ja, das hat gesessen. Goblin Hero, Sky Raider. Button Mashing. Also das Button Mashing muss ich erstmal klarkommen, dass ich das auch wirklich immer wieder mache, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe. So, die Schaden hier nehmen wir. Und töten unseren Gegner in der Luft. Also das ist ein Spiel, das auch recht schnell hektisch werden kann. Scorching Missile. 4 Schaden direkt zum Gegner. Nicht auf Kreaturen, sondern direkt zum Gegner. Als neue Hexerei. So, unser Gegner wird hier sehr defensiv spielen. Und wir sollen Scorching Missile verwenden, um 4 Schaden zu machen und den Gegner wahrscheinlich auf Dauer damit zu erledigen. Das ist jetzt hier ein Verteidiger, die Giant Spider. Kann Fliegende blocken und bleibt in der gegnerischen Hälfte. Wenn wir zu nah dran gehen, dann wird er uns jedoch angreifen. Probieren uns hier Mana-effizient zu verhalten. Ups.
Goblin Hero. Defiant Elf. So, die gegnerischen Kreaturen machen gerade nichts. Ah, den hätte ich lieber erschlagen. Mist. So. Ins Gesicht. Die Schaden nehmen wir. Den erschlagen wir. Man kann auch oben immer den Mana-Bar des Gegners sehen. Goblin Hero. Defiant Elf. Goblin Hero. Reckless Charge. So. Goblin Hero. So, jetzt probieren wir unseren Gegner davon abzuhalten, großes neue Spiders zu casten. Setzen ihn aggressiv unter Druck hier. Und das hat funktioniert. Was ist unser neuer Zauber? Wollen wir mal sehen. Der Retromancer. Wenn immer der anvisiert wird, kriegt unser Gegner 3 Schadenspunkte. Das ist wahrscheinlich ja, gegen Engulfing Flames unglaublich gut oder gegen Unsummon. Ich glaube, Unsummon ist etwas, was wir, womit wir jetzt gleich zu tun haben werden. Hier sehen wir übrigens einen Retromancer. Hier müssen wir gleich umblättern. Das habe ich mir auf Q und E gelegt, um den schnell casten zu können. Genau. This Blue Duelist likes to unsummon most creatures. Das bedeutet, der wird besonders viel Schaden bekommen, wenn wir den dieser Retromancer holen. Mal sehen. Kommt hier schon der Unsummon? Können wir uns das mal angucken. Ich vermute mal, der wird nur Unsummon spammen. Oh, verteidigt sich sogar. Das ist ja geschickt. Windrake, 2-2 fliegend. Schlagen wir, spielen wir Goblin Hero. Und klauen die gegnerische Mana-Shards. Super gut, da nehmen wir auch gerne Schaden für. Jetzt sind wir im Mana-Vorteil. Ja, Unsummon. Schwächen, schlagen. Schwächen, schlagen. Und Retromancer. Ja, danke. Ich weiß, wie es funktioniert. So, hier nimmt unser Gegner den Schaden. Wir töten weiter die Kreaturen. Legen noch ein bisschen was. Fordert tatsächlich einiges an Konzentration. Das hatte ich echt vergessen. Ah, den hätten wir besser erschlagen. Anstatt den zu traden. Aber das Spiel ist vorbei. Ich erinnere mich, dass das Spiel später bockschwer wird. Ich habe die Schwierigkeit aktuell auf normal. Threaten. Die nächstgelegene Kreatur läuft zu uns über und greift einmal unseren Gegner an, respawnt dann aber wieder auf der gegnerischen Seite. Es ist alles schon recht nah dran an den Karten. Wenn man jetzt bei der Karte mal von den Mana-Kosten absieht, Threaten kostet meines Wissens 3, hier kostet es 5. Ist halt ein bisschen... Ja, ist halt angepasst, damit es passt. So, wir haben immer noch erst 10 Spells, 9 Spells. Das bedeutet, wir müssen noch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Okay, unser Gegner scheint ziemlich große Kreaturen zu spielen im Late Game. Ah! Verfehlt! Nein! Shame! So.
Den Goblin Hero erschlagen wir danach. Wir nehmen, nicht den Goblin Hero. Den Elvish Warrior. Oh, mein Timing ist nicht on point. Ups. Oh, sollte das erste Mal sein, dass ich hier echt verliere? Nimm das. Ah, yes. Damage. So, unser Gegner wird wahrscheinlich bald damit anfangen, ziemlich große Kreaturen zu beschwören, sodass wir die threaten können. Avatar of Might. Nö, den nehmen wir. Genau, der hat auch Trampel. Der würde also nicht sofort respawnen. Sieht mir so aus, als würden wir einfach die Mana-Dinger nehmen. Und das noch einmal machen. Ich glaube, der hat 8 Power. Dadurch, dass er Trampel hat, ist das super easy jetzt. Mach nochmal Reckless Charge drauf. Noch ein paar Mal. Okay. Goblin King gibt jedem Goblin +1/+1. Leider kein Mountain Walk. Ich weiß auch nicht, wie das hier funktionieren sollte. Aber damit können wir natürlich ein Dedicated Goblin Deck machen. Wir sind noch bei 10 von 10 Spells. Ich tendiere dazu, mir den Goblin King aber umzulegen. Tatsächlich glaube ich, dass ich den Flieger nicht so häufig verwenden werde. Spiele ich lieber Goblin Hero und Raging Goblin. Und los geht's. So, Goblin King müssen wir mindestens einmal verwenden. Kostet 3 Mana. Oh, unser Gegner mit Leonova-Elfen. Das ist ganz interessant. Mana-Elfen funktionieren hier anders. Die gehen jetzt gleich hinter unseren Gegner und produzieren immer wieder Mana-Shards, um das Mana schneller zu regenerieren. Das ist besonders interessant mit, wie heißen die Dinger? Ja. Hier, dass 1/2/2 Trampel gibt. Overrun-Effekten. So, ab jetzt ist hier der Raging Goblin. Ziemlich gut. Okay, wir sollen die Raging Goblins immer vor unserem Goblin King casten. So, ein Mana 2-2er mit Eile. Die spammen wir jetzt einfach. Probieren so viele Mana-Symbole wieder einzusammeln wie möglich. Ja, wir sind auf 5. Das hat funktioniert. Ja, damit kriegen wir ja im Grunde Goblin Heroes mit Discount. So, unsere 11. Karte, Magma Giant. Wenn der ins Spiel kommt, macht er 2 Schaden zu jeder Kreatur und jedem Gegner. Und jedem Spieler. Also uns auch. Spawn with Destruction. Der ist natürlich interessant gegen die Leonova-Elfen. Ja. Uns wurde hier direkt die Haste Enchantment rausgenommen. Ich denke, das werde ich auch so lassen, weil die verwende ich am wenigsten. Die finde ich am wenigsten sinnvoll, weil sie uns nicht wirklich viel bringt. Dass der auf der zweiten Seite ist, finde ich okay. Was ich nicht okay finde, ist, dass sie den wieder zurückgesetzt haben. Den werde ich wahrscheinlich häufiger verwenden als den Flieger.
Ja, komm, nach hinten mit dir. Dann haben wir hier die drei Goblins. Ja, halten wir so. Vor allem halten. Hm? Genau, unser Gegner verwendet hier Overrun. Wenn wir den Magma Giant allerdings verwenden, können wir die gegnerischen Leonova Elfen erledigen vorher. Wir fangen direkt an, unsere Gegner unter Druck zu setzen, sodass er die Leonova Elfen nicht gut nutzen kann. Gucken, ob wir die gegnerischen Blip klauen können. Ah, fast. Genau, auf der gegnerischen Seite können wir nicht casten. So, es wird Zeit, jetzt gleich Magma Giant zu casten. Also sparen wir uns mal ein bisschen Mana. Magma Giant. So, alle gegnerischen Kreaturen tot. Unser Gegner startet direkt den Recast. Wir machen jetzt einen Angriff mit Goblin King und Goblins. Spam mal eins durch. Oh, da kommt der feindliche Overrun. Können wir den überleben? Alle Trampel. Aua, aua, aua. Hier hätte ich wahrscheinlich Schild verwenden sollen. Oh, direkt noch ein Overrun. Gegner Trampel. Okay, wir verwenden Schild. Boah, die erste Runde, die ich verliere, oder? Ja. Okay, ich würde sagen, damit ist das Tutorial im Grunde vorbei. Und weiter geht's im nächsten Video.